Hallihallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play DayZ Plus Season 4 mit dem Klaas und mit dem Hänger. Ach, together. Gay Passa! Jetzt dann erstmal fucking geilen Spawn Rap. Die zwei Helis ausnehmen und ja. 10 Seiten. Also, Sandro befindet sich gerade auf dem Weg zu diesem von mir letztens von unserem Warthog aus erspähten feindlichem Lager. Wir nennen es mal feindliches Lager. Interveniere. Es sind bestimmt keine Freunde, die da drin sind. Huh. Nein. Sie bedienen. Du siehst mich nicht. Also wenn ich den Heli hab, packe ich erstmal alles voll und hol dich ab. Wenn du MK48 Munition findest, wäre ich dir sehr verbunden. MK? Das ist doch das kleinere Maschinengewehr, oder? Ich habe keine Ahnung, aber ich werde hier erstmal alles nach der Munition absuchen. Oh, eine Headshot. Habe ich noch nicht. Habe ich zwar schon, aber im Jeep, den du ja letztens verloren hast. Meine Frage, war das die genaue Stelle oder so eine Schätzung von das dir? Das war die genaue Stelle, ich war genau drüber. Oh ja, ich sehe einen Ural. Ach, vergiss es, ich sehe 3. Ich sehe 5 Urals. Hier haben wir 2. Ne, 3 Helis und 2 Senkrechtstarter. Was? Ich hab doch gesagt, großes Lager. Dann bis jetzt noch 10 Zelte, aber die sind alle im. Ich habe jetzt 2x10 Round M107 Magazine. Mitnehmen oder da lassen? Ja, mal mit. So, 9 Fuel Tanks. Jo, jo. Erstmal eine gute Waffe suchen. Ich kann mit dem Trecker kommen. Ammo Closing? Ja, sicher. Was ist das denn hier? Hau mal rein, das Ding. Nehmen erstmal Ammo Closing. Ich habe ein MRE gefunden. Das ist so ein Meal Ready to Eat. Ach, vergiss es. Ich nehme lieber hier so ein Gelisjurt. Willst du auch ein Gelisjurt? Ja. Dann bring ich ja mein Gelisjurt mit. Alles klar. So. Ein Gilly. Da waren wohl welche sehr fleißig. Ja, loben wir euch, ne? Danke, dass wir es looten dürfen. Also danke, dass ihr so viel gefunden habt. Also die haben so eine S-Abteilung gemacht mit 5 Zelten. Beef. Natürlich besser wie mein Zeug. Die haben echt so eine Ding gemacht, wo nur Essen reinkommt und so. Soll ich mit dem Trecker übers Flugfeld fahren? Wenn du willst. Warum habe ich... Warum hast du? Nee, ich hab nur das falsche aufgenommen. Ein bisschen unübersichtlich, aber wirst du hoffentlich bald auch sehen. Ich werde jetzt gesehen, das heißt, ich kann sowieso schon anfangen zu rennen. Oh, Blockbacks 21. Ah. Haben bestimmt nichts dagegen. Ich nehme mal. Hier liegt ein Alice-Pack. Hier war ich gerade drin. Kann man überhaupt einen Rucksack im Rucksack mitnehmen? Weißt du nicht. Also so Rucksackception. Oh, Server will restart in 5 minutes. Gelesen? Nein, ich bin gerade unbesucht. Aber danke, dass du mich erinnert hast. Steht gerade unten links. Boah, 44 Morphin lag mir fett, du. Morphin habe ich genug. Ich habe 2 dabei. Eine für dich, eine für mich. Alles sind da viele. Tracker. Die Medi-Waffe einmal. So, ich will eine. Ich kann den Nazi greifen. Was haben wir denn hier? Eine M4A1 CCOSD. Ich habe jetzt die. 43 SD Max. Wie viel? 43! Okay. Hammer nice. Es ist nur noch 23. In was packst du das alles in den Helikopter und fliegst dann weg? Ja, natürlich. Jetzt pass mal auf, dass da keiner spawnt. Du musst ab und zu P drücken, um zu schauen, ob da irgendwelche Clan-Leute da sind oder neue. So, was haben wir hier noch alles drin? Übrigens, ich habe jetzt die MK fallen. Hinter mir ballert einer. CZ 550 wäre drin. Sei ruhig. Hinter mir am Flugfeld ballert einer Baracke. Alter. Vater.
Wie fucking awesome sind die bitte? Die haben jede einzelne Sniper, was es gibt in der Set, in einem Zelt drinnen. AS-50, bitte. Ja, also die halt. Ich hab hinter mir gerade einen rumballern hören. Deswegen hau ich ab. Du gehörst ab sofort mir. Flugfeld ist gerade gefährlich zurzeit, da würde ich jetzt nicht lang gehen. Ich bin wieder gut ausgerüstet. Ich habe eine, wie heißt die, M16A2 Semi. M16A2. Ey, weißt du, warte, ich leg den Gilly. Nehme ich mit. Aber wir fliegen eh noch hier runter, oder? Wir lagern alles woanders hin, weißt du. Oder wir merken uns Stelle vor und kommen auch zu vorbei. So, immer wenn wir was brauchen. Ja, gehen wir mal kurz vorbei. Ach ne, aus 50. Die haben 6 aus 50. Alter, sind die fucking awesome. Die haben 6 aus 50. Na cool, ich habe hier einen Chip gefunden. Aber die eine Sniper von denen sieht so geil aus. Das ist eine MSR. Aber weißt du was? Ich nehme lieber die AS-50. Da haben sie 6 Stück von, da haben sie bestimmt nichts dagegen. Müsst ihr auch nicht AS-50? Ja, mit Muni ja, bitte. Komm. Ich habe einmal M107 Munition dabei. Ja, sind noch 16 drin. 16 Max. Hast du noch AS-50? Ich habe nur 9. Ich hab 9, ja. Ach ja, 64 DMR Max. Das tut ihnen nicht viel. So, ich brauche nur eine gute Secondary. Was haben sie denn hier zur Auswahl? Der Alex befindet sich auf dem Flugfeld. Der hat gerade hinter mir rumgeballert. Ah, ne, 1911. Ja, geht klar. So. Also, hier ist eine M41 TCO SD. Und eine AS-50 mit genügend Max. Außer gibt's eine bessere. Aber die will ich jedes Mal. Okay, was haben wir denn an Fahrzeugen hier? Orals, ja, Jeeps. Sind die voll? Ja. Ich hoffe, ich war richtig. Server restart in einer Minute. Einer Minute, ja genau. Soll ich den Little Bird nehmen oder den Hugh? Jetzt gar nichts, wenn der. Nix. Restartet. Wir denken jetzt erstmal hier hin. Ja. Ne? Und abwarte kurz. Ja, warte auf mich. Will, oh, ich hab Angst. Würde ich dir auch empfehlen. Ich will nicht im Jeep disconnecten, warte. So, dann stellen wir einfach mal hier hin. So. Bin schon auf. Mich wird Zeit, wir wissen, wo die das Lager haben. Lass mir einfach das Zeug da unten und komm ab und zu mal wieder vorbei. Du weißt ja nicht, ob das irgendwann woanders hin machen soll. Das, ja, das waren die nicht. So, also bis gleich wieder. Ciao. Servus. Halli, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play DayZ Plus Season 4 together mit dem Klaas und mit dem. Oh, ho, ho. Hey, hey, hey. So. Weihnachten kommt etwas früher dieses Jahr. Bitte? Weihnachten kommt dieses Jahr etwas früher. Oh ja, denn wir haben 50. Den fucking Clan-Dingsen gefunden, ne? Ja, eine Stelle, wo ein Clan seine ganzen Sachen versteckt hat. Wir sind wieder alleine auf dem Server. Gerade war Reconnect. Also der Jeep hier stand noch neben mir. Das heißt, dass alle anderen Fahrzeuge wahrscheinlich auch noch da sein werden. Ah, ich sehe da einen Jeep. Ist, ne? Sehr schön. Glas, Box of Matches. Ja, die haben ja alles hier. Das Dumme ist, ich bin jetzt so aus dem Vollgepackt, ich kann nichts mehr in den Jeep reintun. Machst du nichts? Ich bin gleich mal hochgeflogen. Die SVD ist sogar noch drin. Du kommst hochgeflogen? Ja klar, vergiss die SVD. Hier gibt's jede Sniper, die du willst. Ich komm hochgefahren, glaube ich.
Ich fahr jetzt hoch. Wie hoch? Wie sie. Ja, zum. Ich fahr jetzt hoch, du holst dich da mit dem Helikopter ab, dann fliegen wir gemeinsam mal runter, weil ich will das Lager auch mal gern von der Nähe sehen. Ich fahr mit deinem Jeep, er ist vollkommen grün, zu zwei Drittel voll. Ich hoffe, das bleibt auch so mit dem vollkommen grün. Boah, ich muss mal wieder fahren üben. Das geht mal gar nicht. Oder mal ein bisschen langsamer fahren. Langsam. Ich nehme mal noch eine Shuriken mit, zur Vorsicht. Und den Busch da weg. So, ich muss auch von außen fahren. Ja, nimm mal. Achso, ich komme hochgeflogen und was nehme ich denn? Was willst du denn haben? Eine Little Bird, einen Huey, einen Bell, einen CH3-Fuß oder die Sengrätsch? Da, wo du alles drin gelagert hast. Ich hab gar nichts reingetan. Jetzt. Aber eine AS-50 hast du mitgenommen für dich. Ja, ich hole dich jetzt erstmal ab. Und du hast einen Giddy-Suit dir angezogen. Ja, ich hole dich jetzt ab und fliegen runter. Achso. Also, wir klauen den jetzt nicht alles weg. Höchstens ein Helikopter, oder? So asozial sind wir wieder nicht. Und ab und zu halt ein paar Waffen, Munition und sowas. Ich bin grad. Brems. Also ich hab mal 4 Shurikens rein. Da geht's zum Airfield, da geht's nach Vibor, also da lang. Hm? Wie viele Shurikens? 3? 4. 4, reicht. Perfekt. Ach schön, wenn man so ein Lager aufschlagen will. Oh ja. Sind irgendwelche Spieler online? Nee, nur wir. Sehr schön. Kann man jetzt eigentlich an der Tankstelle tanken, wenn man hinfährt und dann auf Refuel geht? Oder wenn es im Button überhaupt geht? Wo geht das dann nur? Auf normal ist doch. 9 Maps. Ja, das geht hier echt nicht. So. Oh ja, ich komme dir mit 140 Sachen entgegen. Ja, ich fahre 110. Aber ich bin noch nicht weit. Und diese ganzen Straßensperren gehen einem voll auf die Eier. Und landen bitte langsam. Landen Y immer kurzzeitig ein bisschen andrücken und nicht Dauer durchdrücken. So, was ist denn das jetzt? Ah, ich bin bei Lupertino. Hoffe ich. Ja, das ist Lupertino. Letzte Stadt und anschließend da fahre ich mal lieber links rum. Lupertino? Oh ja, ich sollte dich ja theoretisch hören, ne? Oder flieg doch mal über mir, über der Straße. Wo bist denn du schon? Bist du jetzt südlich von dir? Südlich von was?
südlich von dir. Achso. Bei Pustovka oder schon höher? Weiß ich nicht. Du hast auch eine Map, wenn du im Helikopter sitzt. Du hast sowieso eine Map von mir. Ah, du hast ja wieder eine neue gefunden. Was wir jetzt machen könnten, während wir ungestört sind, bevor wir runter zum Lager fliegen, die Absturzstelle zwischen Stereo und Novi kurz auschecken. Du musst aber ein bisschen abseits landen, damit da was Gutes spawnen kann. Ich oder bin mit Opportuno drüber. Ja, ich bin aber auch schon im... Ich geh ein bisschen runter. Ja, das sollte irgendwo hinter mir sein. Bleib mal kurz stehen, vielleicht sehe ich dich, ja? Dann fahr noch weiter, ich hol dich rein. Warte, höre ich dich? Ich höre dich. Ja, da bist du. Ich hub mal. Wo? Oh. Hört das mich? Ja. Kannst schon mal vorne landen, so ist in der geeigneten Stelle, bitte, aber hinter den Flugzeugen, wenn es geht. Irgendwo. Aber ein bisschen weit weg von den Flugzeugen. Was hast du jetzt hier für einen gesnackt? Ich hab mich drauf geachtet. Den Huey. Bell UH1D. Nein, den Huey. Immer Luftunterstützung. Das ist ein Bell UH1D. Das ist ein Huey. Ich schicke dir gleich ein Bild von dem Bell UH1D, der sieht genau gleich aus. Oh, der Teppichklopfer wird da ja auch liebevoll genannt. Was wir bräuchten, sind Zelte. Nö. Doch, mein ganzes Inventar. Ich fliege einfach runter, falls wir was brauchen. Kommst du mal? Ich war schon die ganze Zeit auf dich. Ich fahr 109, Junge, schneller geht's nicht. Na komm, geh zu. Alter, mein Kleiner. Vollgas! Der soll nicht gegen eine Tanne fliegen. Oh, hier ist eine Kurve. Ja. Dagegen lenken. Ich hasse es, dass man mit Pfeiltasten lenken muss. Man kann ja auch mit D und A, aber so, dass ich halt ja Q und W gedrückt zum Gas geben, dann ist es mit A nicht so gut. So. Was du nicht sagst. Was ich nicht sag. Heile dein. Liegt vielleicht ein bisschen tief. Die Meter geht schon. Ich seh dich ja gar nicht. Du bist unsichtbar. Ich bin schon mal da vorne. Nein, unsichtbar. Wo soll ich jetzt landen? Hinter den Flugzeugen, wo es gerade ist. Wie so am Ende der Straße, oben auf dem Hügel. Wie meinst du? Driften! Juhu. Da sehe ich eine Kuh, oder? Ne, ein Schaf. So. Ich flieg ein bisschen mal da rein.
Also der Jeep ist noch über die Hälfte voll. Ich hoffe, dass es nicht den. Nein. Ich würde auch aufsteigen. Ja. Wieso packst du jetzt vor dem Flugzeug? Ich rutsche, ne? Ja. Ja, gut. Deswegen habe ich auch gesagt, du sollst da landen, wo es gerade ist. Also, wie wär's denn mit hier, Junge? Nein. Hallo? Hier ist doch voll eben. Hier, wo ich stehe. Komm mal her. Ja. Du bist schon so einer, ich lande da, wo es schief ist. So, Autos werden hier geparkt. Also, ich zeig dir mal, wo es gerade ist. Ne? Hier, wo ich jetzt stehe. Also so eben. Wenn du hier nicht gerade stehst, dann weiß ich auch nicht. Schön weiter nach rechts. Fick dich. Langsam. Engine off. Naja. Ich muss nämlich alles reinlegen hier. Willst du reinlegen? Ja, alles. Ich will. So dein Zeug. Nein, das ist ein Zombie gespawnt. Ich würde gern wieder mich mit meiner SVD ausrüsten, wenn es geht. Irgendwo hier hinten war doch Gear. Ja. Zwei Gidi-Suits dabei. Ich lege jetzt mal das hier erstmal rein hier. Dem Air Max. Wir brauchen nämlich Zelte, da will ich nämlich alles schön reinordnen. Achso, ich habe bis jetzt zwei Zelte gesehen unten. Nur zwei? Ja. Kann ich die Waffe noch reinlegen? Ja, perfekt. Weil jetzt hole ich mir aus dem Auto, was ich nebenbei gesagt ein bisschen abseits geparkt habe. Ein bisschen zu abseits. Ich parke es mal ein bisschen näher, oder? 15 war es, ne? Ja. Mal wieder hinfinden. So, dann hole ich mir die SVD wieder raus. Also hier hast du wieder deinen Jeep, wohlbehalten und... Merci dir. Jo. So, nehmen wir die mit, Antibiotics. Ich nehme jetzt erstmal wieder alles Wichtige mit hier. Bloodbags. Eins nehme ich mit. Das brauche ich nicht. Alles gut. Nur das Glas, achso. Are you coming? Gleich. Binocular brauche ich wieder, Toolbox brauche ich wieder. Wasser habe ich dabei. Wann ist so viel Zombies? Na und? Im Wald spawnen die auch schon. Das macht keinen Unterschied. So. Ich hatte nur noch einen Schuss im Magazin. Ja, in meine Richtung, ne? In den Boden habe ich geschossen. So, soll ich einen Ghillie-Suit anziehen? Ja, mach doch. Gibt's so. Noch Camo-Clothing unten, ne? Camo, echt? So, dann sind wir wieder... Ich habe jetzt nicht gesehen. Ich hau mal auch wieder Zivilien rein. Wir sind richtige Badass-Motherfucker. Was ich ausprobieren will, ist die andere Sniper, wo unten ist. Die sieht saugeil aus. Habe ich genug Platz in meinem Rucksack? Ja, in meinem Rucksack habe ich 14 Slots frei, da sollte was reinpassen. So, aber wie es weitergeht, das seht ihr leider in der nächsten Folge von Let's Play DayZ Plus Season 4 together mit dem Klaas und mit dem Hänger. Ciao, Leute! Servus! Ja,